Gude und herzlich willkommen zur letzten Softwaretechnik-Vorlesung. In der letzten Vorlesung soll es um Open Source Software gehen, das heißt, wir werden so ein bisschen gucken, wie kann man Software eigentlich vertreiben, sodass alle mitwirken können und wie kann man trotzdem noch damit Geld verdienen und vor allem, was muss man dabei alles beachten? In den Vorlesungen in diesem Semester ging es um verschiedene Themen, die alle querschneidend sind zum klassischen Entwicklungszyklus. Ich habe auch schon eine Zusammenfassung im letzten Semester am Ende gegeben, so über den Entwicklungszyklus, und ich möchte jetzt noch mal kurz aufgreifen, was wir in diesem Semester noch behandelt haben, weil das jetzt auch die letzte Vorlesung ist. Wir haben uns also angesehen, wie sich Software weiterentwickelt, und man spricht ja oft von der Evolution von Software, von der Weiterentwicklung. Es gibt aber auch Wartungsaufgaben, das sind eher so ungeplante Änderungen an der Software. In den nächsten Vorlesungen haben wir uns angeguckt, was Configuration Management für eine Rolle spielt, wie das funktioniert und wie sich das in Continuous Integration und ähnliches einbettet. Wir haben uns aber auch angesehen, wie man herausfinden kann, sozusagen, ob es Fehler in den Programmen gibt, mit Hilfe von Compilern und statischen Analysen und welche Rolle Compiler für die Performance von Software spielen. In der letzten Vorlesung ging es dann um ein Thema, was sozusagen motiviert ist durch das Marketing von Software, nämlich die Software-Produktlinien. So ganz nach dem Motto: Naja, wenn ich schon fünf so ähnliche Software-Systeme gebaut habe, wie schwer kann es sein, das sechste zu bauen? Und an der Stelle haben wir uns verschiedene Techniken angeguckt, wie man bei der Implementierung und im Testen dabei unterstützen kann. In der heutigen Vorlesung soll es nun um Open Source Software gehen. Wir werden also uns angucken. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Begriffen, die auch oft durcheinander geworfen werden. Und wir starten da im ersten Teil mit so einem allgemeinen Einblick. Was ist eigentlich Open Source Software? Was bedeutet Open Source Entwicklung? Wir werden uns auch so ein paar Prinzipien dazu angucken und auch so ein paar Vorurteile der Industrie, zumindest aus der Vergangenheit, uns dabei angucken. Im zweiten Teil der Vorlesung gucken wir uns dann so ein paar so typische Prinzipien an, die hinter Open Source stehen. Das heißt, unabhängig von dem Projekt, unabhängig von einer gewissen Open Source Lizenz, gibt es gewisse Prinzipien, die sich vielleicht auch verschiedene Lizenzen teilen, und die wollen wir vorher beleuchten, bevor wir uns dann im letzten Teil tatsächlich Open Source Lizenzen angucken und auf einen wichtigen Punkt eingehen, nämlich die Kompatibilität zwischen diesen Lizenzen. Das heißt, im ersten Teil erstmal eine allgemeine Einführung Open Source Software. Was ist das eigentlich? Was meinen wir mit Open Source Development? Dazu lasse ich euch kurz die Definition lesen. So, und ganz prinzipiell, also Entwicklung, Open Source Entwicklung, und den Begriff Open Source übersetzt man nicht. Es gibt da manchmal Übersetzungen so quelloffen oder ähnliches, aber wir bleiben einfach bei diesem englischen Begriff. Das ist eine Entwicklung, bei der wir den Quelltext öffentlich machen. Und wenn wir den öffentlich machen, haben wir damit gewisse Ziele, die wir erreichen wollen vielleicht. Und ein Ziel könnte zum Beispiel sein, dass wir Freiwillige finden, die an diesem Entwicklungsprozess teilhaben und die wir in diesen Entwicklungsprozess mit einbinden können. Und dieses Volunteers kann man jetzt sozusagen etwas breiter sehen, diese Freiwilligen. Das können also Individuen sein, Personen, die einfach Spaß haben am Programmieren und so kleine Nebenprojekte machen. Das kann allerdings auch sein, dass es eben Entwickler sind von einer Firma, die dafür bezahlt sind, an Open Source Projekten mitzuwirken. Open Source Entwicklung, da gibt es sozusagen eine Reihe von Eigenschaften, die wir uns da angucken wollen. In den frühen Tagen sozusagen war es so, dass man tatsächlich eher angenommen hat, dass Code immer von einer kleinen Menge von Entwicklern entwickelt wird. Tatsächlich ist es so, dass gerade auch Entwicklungen wie die Entwicklung am Linux-Kernel gezeigt haben, dass auch eine Entwicklung mit tausenden Entwicklern möglich ist, die über den Globus verteilt sind, von denen manche Personen Privatpersonen sind und andere aus Unternehmen. Die Lage heute ist auch deswegen anders, weil wir im Vergleich zum Beginn das Internet natürlich deutlich verbreiteter ist, alle vernetzt sind und wir dadurch auch neue Entwickler gewinnen können für gewisse Open-Source-Projekte, die eben daran mitwirken.
Oft ist es allerdings in der Praxis so, dass die eben entweder bezahlt werden für diese Arbeiten oder aber selber Nutzer sind und selber was davon haben, dass sie eben diese Open Source Software weiterentwickeln oder warten. Was heißt jetzt Freiwillige? Freiwillige können natürlich beitragen zu dem Projekt, nicht nur indem sie tatsächlich die Software ändern und Fehler finden, sondern auch über Bug Reports. Das heißt, wenn ihr ein Open Source Projekt selber nutzt, dann kommt es diesem Open Source Projekt auch entgegen, wenn ihr Fehler meldet, gerade wenn es eben eine relativ neue Version ist und diese Fehler vielleicht noch nicht bekannt sind. Aber Bug Reports sind das eine und das andere sind Feature Requests. Ja, wir hatten in der letzten Vorlesung am Ende so ein Schaubild von sozusagen den Features, die in der Software drin sind, die Features, die wir eigentlich bräuchten in der Software und die Features, die sich andere wünschen. Aber tatsächlich gibt es natürlich einen Überlap und es ist schon wichtig, auch Input zu bekommen, was sind eigentlich gewünschte Features für die Software. Die Entwicklung, die dann stattfindet, kann zum Beispiel getrieben über Continuous oder Configuration Mechanismen, Versionskontrollsysteme, kann die über Pull-Requests passieren. Ja, das heißt sozusagen, jeder kann auf seinem Repo arbeiten und irgendwann meint man, jetzt möchte ich diese Änderung anderen mitteilen. Und dann gibt es häufig eine kleine Kerngruppe von Entwicklern, die dann eben entscheiden kann, was es in die Hauptentwicklung, in das Main Repository schafft. Das Gegenteil von eben dieser Open-Source-Entwicklung, die ich gerade geschildert habe, ist die Entwicklung von proprietärer Software oder eben Closed-Source. Ja, das heißt, das, was traditionell in der Industrie passiert ist, war ja, dass jede Firma sozusagen ihre Software entwickelt, den Quelltext dazu nicht rausgibt, nur Binärcode rausgibt und wenn wir jetzt bei sowas sind wie Java mit Bytecode, dann vielleicht sogar noch den Bytecode obfuskiert, damit man da ja nichts erkennen kann. Das ist allerdings heute schon ein bisschen Geschichte. Ich komme da auch gleich nochmal mit ein paar Beispielen drauf. Allerdings war das sozusagen der Standardfall in der Industrie vor, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren. Das Internet und Open Source hängen ganz eng zusammen und tatsächlich haben beide sich gegenseitig enorm beflügelt. Einerseits hat natürlich das Internet geholfen und die Verbindung von Menschen, aber auch von Technik, dass wir sozusagen Open Source Software leichter verbreiten können. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr die DVD irgendwo hinschicken mit dem Source Code und dann hoffen, dass sie ankommt. Oder DVD ist jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen zu früh, zu bisschen zu jung sozusagen vom Alter. Tatsächlich. Ja, wir können das eben schnell übertragen, den Source Code, der ist ständig verfügbar. Andersrum, das Internet selbst basiert einfach zum großen Teil auf Open Source Software. Ja, also ganz viel von dem, was an Open Source Software entwickelt wurde, dient dem Internet. Und da können wir gucken, auf welchen Ebenen. Ja, also das fängt an, hier haben wir ein paar Beispiele für Open Source Software Systeme, die sehr bekannt sind. Das fängt an von einem Betriebssystem wie Linux oder Android und Linux ist das häufigste auf Servern eingesetzte Betriebssystem und Android das häufigste auf Clients eingesetzte Betriebssystem inzwischen. Webserver, ganz klar, brauche ich zur Interaktion mit den Webseiten. Datenmanagementsystem ist vielleicht irgendwo dahinter, im Webserver wird mit benutzt. Ich habe den Browser Firefox vielleicht, um mir die Webseiten ansehen zu können. Dann möchte ich vielleicht Bilder bearbeiten, um die auf die Webseite zu stellen. Dazu kann ich GIMP nehmen und das ist kostenlos und auch Open Source. Kommen wir später nochmal drauf. Media Player, VLC, ja, das heißt, wenn ich eben auch Videos runterladen möchte und angucken möchte. Und dann die ganze Welt von YouTube funktioniert eigentlich, basiert eigentlich auch auf Open Source Software. Das heißt, die Software, die ich hier gerade nehme zum Aufzeichnen des Videos, ist OBS und wenn mal irgendwas nicht klappt in der Vorlesung, dann muss ich noch Shortcut nehmen, um das danach zu schneiden. Verschiedene andere Sachen gibt es noch, ja, OpenJDK als Runtime-Environment für Java-Code und die Standard-Library dazu, aber auch Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel Eclipse. Das sind also eine ganze Reihe Beispiele, aber wir sehen, dass die alle in irgendeiner Form zum Internet beitragen. Und wenn es nur ist, dass eine Entwicklungsumgebung eben auch für JavaScript-Code und ähnliches genutzt werden kann. Jetzt gibt es zwei zentrale Fragen, die sich im Kontext von Open Source sozusagen beantwortet werden müssen, wenn ich selber Softwareentwicklung betreibe. Und die erste Frage ist, möchte ich in meinem Softwareprojekt Open Source Software einsetzen, verwenden, Open Source Komponenten?
Ja, das heißt, das sind nicht immer komplette Systeme, aber das kann eine Open Source Library sein, zum Beispiel die OpenSSL Library, mit der ich Quelltext in mein Programm einbinden kann, der sich eben um bestimmte Verschlüsselungsverfahren kümmert. Da gibt es eine Reihe von Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Frage, gibt es überhaupt Open Source Komponenten, die mir für meine Domäne, für mein aktuelles Projekt überhaupt helfen? Ist die Qualität genügend von eben diesen Open Source Projekten oder müsste man da tatsächlich die Qualität verbessern, bevor man die einsetzen kann? Dann ist eine Frage so ein bisschen in die Zukunft geguckt und da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so bei Wartung und Evolution von Software. Natürlich ist die Frage, also wird das gewartet? Ja? Wird das noch aktiv weiterentwickelt oder ist das ein Projekt, was seit 5 Jahren tot ist und es wird gar keine Weiterentwicklung geben und vielleicht kann ich es in 2 Jahren gar nicht mehr nutzen? Was wäre der Aufwand, um eben diese Bibliotheken, diese Komponenten, die es da schon gibt, als Open Source Komponenten tatsächlich bei mir einzubinden? Und das kann relativ vielfältig sein. Das kann jetzt einfach sein, dass ich dann gucken muss, dass ich vielleicht Wrapper bauen muss. Ja, da sind wir bei Entwurfsmustern, damit irgendwelche APIs zueinander passen, weil vielleicht irgendwelche Methoden brauche ich irgendwie anders in meinem Kontext. Das kann aber auch viel aufwendiger sein, weil ich vielleicht meine ganze Applikation, die ich vielleicht schon habe, muss ich umstrukturieren, um diese Bibliothek zu nutzen. Das kann aber auch dahin gehen, und das besprechen wir dann in den nächsten 2 Vorlesungsteilen noch etwas genauer, dass ich gucken muss, dass ich vielleicht sogar anderen Quelltext in meinem Code entfernen muss, weil der sich von der Lizenz widerspricht zu dem Quelltext, den ich hier mit den Open Source Komponenten einbinden möchte. Das heißt, da sind wir auch bei dieser Frage, wie sind die eigentlich lizenziert? Und da kommen wir heute noch öfter mal auf die Frage zu sprechen. Und nachher ist es oft eine wirtschaftliche Entscheidung. Klar, das sind viele Aspekte, aber nachher ist die Frage, ist es günstiger, lukrativer für mich, das selbst nachzuentwickeln oder ist es günstiger oder vom Risiko geringer, das eben zu verwenden und gegebenenfalls eben zu modifizieren an den Stellen, wo es notwendig ist. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir selbst mit Open Source Software entwickeln wollen. Ja, und diese Fragen, wir werden es nachher auch noch sehen, dass diese zwei Fragen tatsächlich manchmal zusammenhängen und dass wir die nicht separat immer beantworten können und alle Kombinationen daraus möglich sind. Das kommt so ein bisschen auf den Einzelfall an, auch auf die Lizenzen. Aber prinzipiell ist das schon eine sehr große Entscheidung. Möchte ich den Quelltext, den ich da jetzt entwickle, möchte ich den eigentlich öffentlich machen, also möchte ich den veröffentlichen. Und das ist natürlich, da gibt es so zwei typische Aspekte, die gerade noch, also teilweise im Moment noch in der Industrie vorrangig sind, aber die vor allem vor 10 oder 20 Jahren noch ja, 99% der Firmen sozusagen betroffen haben. Die erste Frage, na, wie kann ich dann Geld damit verdienen? Ja, also wenn ich den Quelltext öffentlich mache, kann sich das jeder runterladen und kompilieren und kann das nutzen. Also kann man das irgendwie, ja, dann macht es gar nicht mehr so viel Sinn, jetzt meine kompilierten Dateien zu verkaufen. Auf dieses Preisgeschichte kommen wir später nochmal zurück. Was tatsächlich viel mehr ein Aspekt oft ist, ist überhaupt erstmal die Frage, möchte ich diese intellektuellen Leistungen, die man sozusagen macht, indem man programmiert, möchte ich die tatsächlich preisgeben, weil unter Umständen sehen das ja auch meine Rivalen sozusagen oder meine anderen Mitbewerber. Und dann ist eben die Frage bei diesem ja, Geldverdienen, da gibt es eine ganze Reihe von Konzepten. Also man könnte jetzt überlegen, man verdient halt mit dem Support. Ja? Also wenn jemand Probleme hat damit beim Einsatz, aber auch Probleme hat mit dem Code, dann könnte man über Supportverträge Sachen beheben, die problematisch sind oder Erweiterungen bauen, Consulting einfach betreiben. Das heißt, man würde eben Firmen beraten in der Nutzung dieser Software oder proprietäre, also ja, Erweiterungen bauen, die geschlossen sind vom Quelltext, die eben, dass ich eben so einen Kern habe, der ist Open Source. Sachen, bestimmte Sachen gebe ich raus und andere Sachen, die doch kritischer sind für das Unternehmen, die halte ich vielleicht dann zurück. Gut, und noch zwei nicht ganz ernst gemeinte Alternativen. Also, was ist mit reichen Freunden oder reichen Verwandten? Reiche Eltern bieten sich oft an. Dann kann man natürlich irgendwie einfach programmieren vor sich hin und muss damit überhaupt kein Geld verdienen.
Oder eben tatsächlich was ja immer mal wieder diskutiert wird und immer mehr aufschlägt, ist sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was bedeuten würde, ja, wir haben immer weniger Arbeit eigentlich, weniger Arbeitsplätze in der Zukunft, immer weniger Arbeit zu erledigen, und dann kann es eben Personen geben, die einfach so ein Grundeinkommen kriegen, und die könnten theoretisch dann Open Source Software entwickeln. Jetzt habe ich aber mal ein bisschen rumgesponnen, wir kommen ein bisschen mehr zu Fakten jetzt, und zwar: Welchen Wert habe ich vielleicht noch zusätzlich von dieser Open Source Software? Ja, und ja, gerade so bei einem kleineren Unternehmen, ein Startup zum Beispiel, das hat plötzlich vielleicht ein ganz anderes Ansehen, wenn andere Leute reingucken können und sehen können: Wow, die schreiben echt klasse Code. Also da mit denen sollten wir unbedingt zusammenarbeiten. Das heißt, man hat vielleicht mehr Kunden dadurch, man hat mehr Ansehen oder schafft es vielleicht auch mit anderen Startups, mit anderen Firmen zu kollaborieren an diesem Quelltext. Das heißt, das sind zwei zentrale Fragen. Gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Das sind zwei zentrale Fragen, und wir werden nachher sehen, dass die nicht immer unabhängig beantwortet werden müssen, aber irgendwie müssen die beantwortet werden. Ja, das heißt, ich muss überlegen: Möchte ich Open Source Software einsetzen? Ja, nein. Und soll das, was ich selbst entwickle, soll das auch Open Source sein oder nicht? Ja, ich persönlich finde mich in diesem XKCD 100% wieder. Das ist, glaube ich, auch eines der großen ungelösten Probleme unserer Zeit, dass man allein, um irgendjemanden zu kontaktieren, immer an irgendeine Technologie, an irgendwelche Programme, an irgendwelche Protokolle oder ähnliches gebunden ist. Und während wir auch sowas noch haben wie E-Mail, was ja eigentlich ziemlich offen ist, jeder kann sich überlegen, mit welchem Client er diese E-Mails liest oder bearbeitet, gibt es halt eine ganze Reihe von Sachen, die geschlossene Communities schaffen, ja, und die eben davon leben, dass die Community größer ist. Und wenn man das Bild jetzt für Deutschland zeigen würde, wäre diese Blase für WhatsApp wahrscheinlich deutlich größer. Nichtsdestotrotz, es bleibt irgendwie dabei, es gibt irgendwie eine Macht von diesen Programmen, die von diesen Messengern ausgeht, die dafür sorgt, dass sie irgendwie alle da bleiben, und dass, wenn man jetzt mit allen Leuten Kontakt halten will, dann muss man sich irgendwie arrangieren und muss irgendwie auf bestimmte Messenger eben auch einsteigen, um mit denen Kontakt zu halten. Wie gesagt, ich glaube, ich bin oder es ist spannend zu sehen, wie das weitergeht, aber ich glaube, das ist interessant, darüber nachzudenken, und da gibt es auch nachher noch eine praktische Aufgabe zu diesem Bereich. Jetzt sprechen wir über Freiheiten. Ja, irgendwie in diesem Bild steckt so ein bisschen drin, da fehlen uns irgendwie Freiheiten. Und wenn es einen Freiheitskämpfer für die Softwarewelt gibt, dann ist das Richard Stallman, auch als RMS bekannt. Der ist 1953 geboren, und der hat sozusagen in seiner jüngeren Zeit schlechte Erfahrungen gemacht mit proprietärer Software, Software, die nicht da war. Er wollte einfach Sachen beheben oder sich mit Fehlern nicht rumärgern. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die ihn persönlich motiviert haben. Auf jeden Fall ist er der Kämpfer geworden für Freiheiten. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, welche Freiheiten das sind. Und zwar hat Richard Stallman vier Freiheiten definiert. Nämlich erstmal: Wir dürfen Software laufen lassen für egal welchen Grund, zu egal welchem Grund. Ja, das heißt, das kann ein kommerzielles Interesse sein, das kann aber auch ein wissenschaftliches Interesse sein, oder das kann eben auch einfach ein privates Interesse sein. Das ist sozusagen erstmal egal, und das ist auch unabhängig von der Applikation, die ich habe. Ich kann die für jeden Einsatzzweck einsetzen. Die zweite Freiheit, die hier mit 1 betitelt ist, nach Richard Stallman, die ermöglicht es uns, zu den Quelltext, das Programm quasi zu studieren und selbst zu verändern. Das heißt, ich kann es mir angucken, und ich kann Stellen, mit denen ich nicht einverstanden bin, abändern. Und was man dafür natürlich typischerweise braucht, ist eben der Source Code zu dem Programm. Wir haben bei Hochsprachen ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir quasi
eine Zeile in ganz viele Zeilen im Binärcode, in dem Programm, in das Programm übersetzen. Und hier ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir dafür den Source Code haben, weil sonst wird es schwierig, überhaupt irgendwas zu erkennen in diesem Quelltext. Der Quelltext sollte auch nicht obfuskiert sein, ja, was man unter Umständen in bestimmten Bereichen JavaScript-Code oder Java-Bytecode öfter mal sieht. Der nächste Punkt ist, wir sollten die Freiheit haben, den weiterzuverteilen. Warum ist das wichtig? Naja, weiterverteilen ist deswegen wichtig, damit wir diese Freiheit tatsächlich nicht nur für Programmierer haben. Ja? Also, wenn ich selbst das Programm sozusagen für mich verändern kann, ist das zwar schön, aber was nützt das Nicht-Programmierern, Personen, die eben nicht programmieren können, den Quelltext nicht verstehen können, die können dann davon nicht profitieren und deswegen muss das Weiterverteilen funktionieren von dieser Software. Und der letzte Punkt, dass es auch möglich sein soll, wenn man diese Software eben modifiziert hat, dass man diese Software auch weitervertreiben kann und dass man eben unter Umständen die auch verkaufen kann. Ja, also das soll explizit als Freiheit nicht ausgeschlossen werden, weil das natürlich überhaupt erst ermöglicht, dass ich lukrativ sozusagen den Quelltext verbessern kann und dann eben sozusagen, ja, oder es schließt es zumindest mit ein, dass man das Ganze dann verkaufen kann. Richard Stallman sagt, alle diese vier brauchen wir, damit der Nutzer das Programm kontrolliert. Und wenn wir eins von dem nicht haben oder alle nicht haben, dann ist es so, dass das Programm den Nutzer kontrolliert. Das kommt so ein bisschen da, und das ist natürlich ein bisschen philosophisch schon, philosophischen Ausmaßes, diese Erkenntnis. Aber da ist natürlich schon was dran, weil wenn ihr eine Software habt, wo ihr nicht reingucken könnt, dann passiert in der Software irgendwas, ja, und wir haben so eine Vorstellung, ja, ich drücke auf den Button und irgendwas passiert, aber vielleicht kriegt man gar nicht alles mit, was in der Software passiert. Ich werde vielleicht von der Software getrackt, es werden vielleicht Daten erhoben, was ich gar nicht möchte, und das werde ich unter Umständen auch gar nicht herausfinden und ich werde sozusagen kontrolliert von der Software, wenn ich die Software nicht kontrollieren kann. Und Richard Stallman sagt, wir brauchen eben diese vier Freiheiten, um die Software zu kontrollieren. Was sich aus diesen Gedanken ergeben hat, ist die sogenannte Free Software, die freie Software. Und das Frei ist ein bisschen ungünstig, da komme ich gleich noch mehrfach drauf, bezieht sich nicht auf kostenlos. Ja, im Deutschen ist eigentlich diese Unterscheidung relativ passend, ja, in freie und kostenlose Software, weil frei bezieht sich hier auf eben diese Freiheitsrechte, die ich eben schon genannt habe. Das heißt, mit dem Begriff Free Software verbinden wir einen Wunsch nach Freiheit in der Software, während wir mit Open Source Software, was so ein bisschen alternativer Begriff ist dafür, eigentlich eher bessere Codequalität verbinden, und während Richard Stallman eben Free Software sozusagen dafür der Promoter ist, gibt es eben das Pendant dazu, Eric Raymond, der eben Open Source Software als Begriff und als Philosophie sozusagen verbreitet hat. Das heißt, durchaus unterschiedliche Ansätze, und manchmal ist uns aber die Unterscheidung gar nicht so wichtig, und manchmal fällt es einfach zurück, so wie auch bei dem Namen dieser Vorlesung, dass man einfach sagt, wir reden einfach von Open Source Software, und in Begriff, der teilweise vorgeschlagen wird als etwas inklusiver, der eben beide Welten beinhaltet, ist eben Free and Open Source Software. Allerdings nicht ganz einheitlich in der Literatur, teilweise meint das nur die Schnittmenge von diesen zwei Mengen. Wichtig dazu, hier nochmal ganz plakativ, es gibt einen Unterschied zwischen Free Software und Freeware. Ja, Free Software, da steht das Free für Free, as in Free Speech, ja, also so wie die freie Rede, also die freie Meinungsäußerung. Und bei Freeware ist das eher so wie Freibier, ne? Also das ist das frei, das kostenlos sozusagen. Das ist ein bisschen problematisch im Englischen. Was heißt ein bisschen problematisch? Sogar sehr problematisch, weil wenn ihr irgendeinen Text lest, und ihr lest da drin Free Software, dann gibt es immer diese zwei Bedeutungen. Man muss gucken, welche da jetzt tatsächlich gemeint ist. Hier in der Vorlesung ist es jetzt einheitlich darauf gelöst, dass sozusagen Free Software meint eben Freiheit und Freeware, wenn wir eben für diese Software nichts bezahlen müssen. Tatsächlich gibt es sozusagen, hängt es schon oft zusammen, dass eben ich für freie Software ich auch nichts bezahlen muss, aber das muss nicht zwingend so sein. Ja, das könnte auch irgendwie Adware oder Shareware sein, oder ich habe eine freie Version und dann gibt es aber noch eine Version, die sozusagen mehr kann. Da gibt es viele Konzepte dazwischen, und andersrum kann es eben auch sein, Freeware kann eben auch durchaus proprietäre Software sein, ist sogar oft so oder
so wie dieser Begriff gemeint ist. So, und diese Free Software hat Richard Stallman im Rahmen der Free Software Foundation vorangetrieben, die hier 1985 gegründet hat. Und in den ersten so grob 10 Jahren war das Hauptziel eigentlich, ein freies Betriebssystem zu entwickeln namens GNU. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass sozusagen das fehlende Puzzle an GNU war der Linux-Kernel. Man hat das verheiratet zu Linux. Und an der Stelle ist sozusagen, oder der Gedanke hinter diesem freien Betriebssystem war eben, ich kann meine Software nur ausführen mit einem Betriebssystem, und wenn das Betriebssystem von Windows kommt, dann ist es nicht frei und dann habe ich wieder nicht diese Kontrolle über meine Programme und auch nicht über das Betriebssystem, und die habe ich eben nur, wenn das frei ist. Tatsächlich ist es so, dass heute die Free Software Foundation sich eher um vertragliche, um lizenzrechtliche Dinge kümmert und diesen Gedanken freie Software sozusagen bewirbt, vorantreibt und sich eben damit darum kümmert, dass man eben auch freie Software in Zukunft gut nutzen kann und darin vieles versteht. So, und jetzt der ein oder andere ist vielleicht auf eBay Kleinanzeigen unterwegs und mag sich fragen, was letzter Preis von Open Source Software? Und hier an der Stelle mal so ganz plakativ, freie Software können wir also auch kaufen. Ja? Freie Software muss eben nicht zwingend kostenlos sein. Und hier das Beispiel VLC Media Player. Den könnt ihr euch kostenlos runterladen oder ihr könnt, ich habe extra meinen Mitarbeiter mal zum Mediamarkt geschickt und der hat dieses Foto ganz frisch für mich gemacht. Oder ihr könnt da eben hingehen in den Laden und könnt euch das kaufen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, Mediamarkt, bin ich blöd oder was? Also warum soll ich da 12, 13 Euro für ausgeben, wenn ich das auch kostenlos im Internet runterladen kann? Kann man natürlich einerseits sagen, also wir sind in Deutschland und nicht überall ist das Internet so gut. Ja? Das heißt, es ist eigentlich eine Marktlücke, dass wir das Internet jetzt in Scheibchen verkaufen im Laden. Faktisch, das ist alles Gehirngespinste von mir, faktisch ist es so, dass das eben dann häufig Versionen sind, die einem irgendwie zusätzlich was bieten. Ja, das heißt, in dem Fall sind da proprietäre Teile mit drin von der Software, die eben Lizenzkosten haben. Ein Teil dieser Entwicklungs- oder Teil dieser Kosten fließt auch zurück in die VLC-Entwicklung, in die Open-Source-Entwicklung. Und dann haben wir eben vielleicht noch Versionen, die eben überprüft sind, die eben verifiziert sind und spezielle sozusagen stabilere Versionen. Und das ist nicht das einzige Beispiel, was letzter Preis von GIMP, 14,99 hier an der Stelle. Hier ist es so, ne, wir sehen das hier unten, da gibt es eben noch ein spezielles Handbuch dazu und es gibt irgendwelche Cliparts. Das heißt, man versucht das natürlich auch ein Stück weit schmackhaft zu machen, aber der eine oder andere weiß es vielleicht auch gar nicht, dass es das Programm auch kostenlos im Internet gibt. Damit sind wir durch in dem ersten Teil. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also über Open Source Entwicklung gesprochen und das, was resultiert aus der Open Source Entwicklung, ist Open Source Software. Wir haben über verschiedene Beispiele gesprochen und haben gesehen, dass eigentlich viel der Open Source Entwicklung sich gegenseitig bedingt mit dem Internet. Ohne Internet hätten wir heute nicht so erfolgreich Open Source und andersrum, ohne Open Source hätten wir heute nicht so ein erfolgreiches Internet. Je nachdem, woran man jetzt Erfolg misst. Es gibt zentrale Fragen, die wir beantworten müssen in jedem Softwareprojekt, wo wir überlegen müssen, ja, möchte ich Open Source bei mir einbinden als Bibliotheken, als Teile der, als Komponenten der Software, und andererseits möchte ich selbst Open Source Software entwickeln, möchte ich selbst zu beitragen zur Open Source Software. Wir haben über die Free Software Foundation gesprochen, über die 4 Freiheiten und vielleicht könnt ihr jetzt auch was mit den 2 Abkürzungen RMS und FOSS anfangen, die man relativ häufig liest, die eben für Richard Stallman und für die Free and Open Source Software steht. Ihr könnt euch dazu ein bisschen im Buch von Ian Somerville belesen und hier ist auch noch sind noch 2 Vorträge verlinkt von Richard Stallman. Der erste ist relativ kurz und ich glaube relativ interessant, wenn euch das Thema weiter interessiert, euch das nochmal anzuhören. Ist nicht prüfungsrelevant, aber vielleicht interessant für euch. Und das zweite ist, oder dazu vielleicht noch ein Hinweis, das ist natürlich jetzt geprägt, das ist jetzt die Seite Free Software. Ne? Also ihr werdet da so ein bisschen merken, dass es da so Reibereien gibt zwischen Free Software und Open Source Software. Das ist jetzt die eine Seite, aber nichtsdestotrotz sind da viele interessante Gedanken drin und Richard Stallman ist eben einer der Vordenker in diesem Bereich. Wenn ich sogar der Vordenker. Und dann war Richard Stallman
mal beim Chaos Computer Club eingeladen in Ulm und da gibt es eine Vorlesung. Qualität ist jetzt nicht ganz so gut, aber vielleicht trotzdem interessant für euch, gerade wenn ihr eben aus Ulm kommt und den Bezug dazu habt. Was habe ich mir jetzt überlegt für euch? Und zwar habe ich mir überlegt, wir haben ja die ganzen Messenger da gesehen und ihr sollt mal gucken, ihr sollt euch mal einen dieser Messenger raussuchen und für den mal recherchieren, ob der Messenger Open Source ist. Also könnte man, hätte man die Kontrolle über das Programm, könnte man eben den Source Code nehmen, verändern und den Messenger sozusagen neu aufsetzen und dann ausführen. Und dann noch die Frage, eher Interesse halber, ihr müsst das nicht angeben, ganz klar, aber wie viele Messenger nutzt ihr eigentlich? Ja? Dass man so mal aufs Handy guckt oder auf den Rechner und guckt, wie viele hat man da, haben sich da eigentlich angesammelt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber in der Corona-Zeit sind es bei mir eher mehr geworden als weniger. Und es ist auch eher schwierig, Messenger irgendwann über die Zeit wieder abzuschaffen. Ich glaube, das wird ein interessanter Austausch, gerade wenn wir so ein bisschen sammeln, wie viele dieser Messenger eigentlich Open Source sind und wie viele proprietär. Ich lasse euch daran teilhaben, lasst uns da zusammen mitwirken und wir sehen uns dann gleich im nächsten Vorlesungsteil.